Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby und heute herzlich willkommen in Italien. Sieht man doch, oder? Wir machen was richtig, richtig Leckeres aus dem Dutch Oven. Und zwar ein Schmorgericht, was gleichzeitig vermutlich eine der besten Pasta-Soßen der Welt ist. Wir machen La Genovese Tradizionale Neapoliana. Habe ich das richtig gesagt? Ja, sie? Prego? Wie auch immer, Freunde. Eine richtig leckere Sache. Ihr braucht gar nicht so viel Zutaten. Auf Zwiebelbasis basierend die ganze Geschichte mit ordentlich Fleisch drin und super, super lecker. Wenn ihr wissen wollt, was ihr dafür braucht und wie das geht, dann bleibt einfach dran. Ah, zack. Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unsere leckere Genovese? Das ist ein Originalrezept, ne? Von meinem Freund Andrea. Habt ihr schon mal von gehört, glaube ich. Ist ein Italiener, der weiß, was er da tut, ne? Und dieses Rezept ist wirklich der Hammer. Ich habe gesagt, wir machen Genovese. Und Genovese ist eigentlich ja ursprünglich ein Zwiebelrezept, also eine Zwiebelsoße, die nur mit ein bisschen Fleisch aromatisiert wurde. Damals in Kalabrien oder wo auch immer. Kalabrien? Ist richtig? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also wir brauchen hauptsächlich Zwiebeln. Die sind hier zu finden und ich habe hier genau 2 Kilo Zwiebeln, denn wir haben genauso viele Zwiebeln wie Fleisch. Und in dem Fall arbeite ich heute mit Fleisch von Fleischer und der Koch. Wer hätte das gedacht? Wir haben hier ein wunderschönes Tri-Tip, Freunde. Oder Bürgermeisterstück oder Pastorenstück. Ein sehr, sehr underrated Cut immer noch. Liegt so, naja, wenn die Kuh so steht. Hier so das Filet ist, dann so unterhalb des Filets. Ein ganz, ganz tolles Stück. Sehr, sehr geschmackvoll. Sehr schön marmoriert. Ihr könnt das zum Kurzbraten nehmen. Ihr könnt das Steaks rausschneiden, aber auch zum Schmoren. Ist ein Tri-Tip auf jeden Fall zu empfehlen. Das kriegt ihr bei Fleischer und der Koch. Und hier nicht vergessen, mit dem Gutscheincode 030 Barbecue gibt es 10% auf meinen Nacken, auf alles von Fleischer und der Koch. Link ganz oben in der Infobox und dem ersten angepinnten Kommentar. Ihr könnt jetzt dafür Tri-Tip nehmen. Ihr könnt aber für das Gericht generell auch eine Hüfte nehmen oder eine Schulter oder was ihr habt zum Schmoren. Geht am Ende alles. Tri-Tip macht es noch ein bisschen geiler, habe ich das Gefühl. So, Fleisch haben wir. Wir haben auf der Seite ein bisschen Pasta, dann nehmt ihr, was ihr habt. Dann brauchen wir ein bisschen was Grünes. Wir haben hier Petersilie und ein wenig Rosmarin. Wir brauchen am Ende Parmigiano, etwas Fett zum Braten oder in dem Fall Butterschmalz. 2 Esslöffel Tomatenmark. Dann haben wir hier ein bisschen was Grünes. Wir haben hier Karotte und... Sellerie, Freunde. Ungefähr 250 Gramm each. 250 Gramm Karotte, 250 Gramm Sellerie. Wie angesprochen, knappe 2 Kilo Zwiebeln. Wir haben hier noch einen Weißwein, dann nehmt ihr, was ihr habt. Ein bisschen Olivenöl, ein Treppo zum Kleinschneiden und dann Gewürzen von der Spice Bar. Da brauchen wir heute noch ein paar Lorbeerblätter, Icke und Atze und die bitte in ganzen Körnern heute. Ja, das war es auch schon an Zutaten. Ich glaube, das war alles relativ übersichtlich. Jetzt fehlt noch die italienische Zutat von Ei. So, dann auch bei Schnee und Glätte und Kälte, Freunde. Prost auf euch, Prost auf Genovese, Traditionale Neapoliane. Dann auch, oder gerade zu Genovese, schmeckt jedes Bier besser aus dem 030 Barbecue Glas. Werbung Ende, los geht's. Oh, ist das kalt heute, Freunde. So, wir starten mit unserem Fleisch und am Dutch Oven gleich. Ne? Fleisch, wie gesagt, Tri-Tip oder Bürgermeisterstück, Pastorenstück. Sehr, sehr schönes Stück Fleisch. Ich habe das leicht pariert. Da ist normalerweise jetzt oben noch so ein Fettcap drauf. Das habe ich mal runtergenommen und an der Seite so die groben Fettstücken weggenommen. Aber so reicht uns das völlig aus. Das sieht gut aus und ein bisschen Fett brauchen wir auch, denn Fett ist... Geschmack. Richtig, Geschmack, Freunde. So, ist uns jetzt so ein bisschen zu groß zum Anbraten. Wir müssen jetzt keine Gulaschstücken schneiden, aber wir schneiden das ein bisschen kleiner. Also macht ihr aus so einem Tri-Tip hier einfach ordentliche 4 Stücken. Guckt euch mal an, wie schön das hier alles aussieht. Geiles Stück Fleisch. Hier so 4 grobe Dinger. Wir wollen die nämlich ein bisschen braun machen von außen. Und wir wollen ja ein bisschen Röstaromen haben. Also einfach so mal grob klein geschnitten. Das zweite hier auch. Dann guck mal. Ja. Schön durch hier. Und die Stücken braten wir uns jetzt gleich an im Dutch Ofen. Der geht schon langsam auf Temperatur. Also volle Hütte. Dann ein bisschen Butterschmalz rein und los geht's. So, der Bräuking ist auf Temperatur. Dutch Ofen hat Höllenfeuer, Freunde. Butterschmalz. Zack, Rinder. Ordentlich. Ja. Und da drin braten wir jetzt unser Fleisch an. Und da fällt auch ein bisschen Farbe ran. Das heißt, da muss auch ordentlich Hitze drauf sein. Also einfach jetzt rein hier mit den großen Fleischäumen. Und die jetzt mal schön von allen Seiten... Herzhaft anbraten. Gut. Ah, so, während da jetzt Farbe rangeht, kümmern wir uns um unser
begleitendes Gemüse quasi. Also die andere Hauptzutat neben dem Fleisch ist halt Zwiebeln. Das Gericht ursprünglich, wie gesagt, besteht eigentlich nur aus Zwiebeln und ein bisschen Fleisch zum Aromatisieren. Aber wir wollen natürlich vollen Fleischgeschmack haben, deswegen nehmen wir ganz, ganz viel Fleisch und ganz, ganz viel Zwiebeln. In dem Fall hier schon mal vorgeschnitten. Da hat man Hobel gezogen, so halbe Ringe in relativ schlank. Jetzt haben wir noch unser anderes Gemüse, das müssen wir auch noch klein machen. Dafür bitte Treppo rausgehauen und dann halbwegs gleichmäßig das alles klein gemacht. Hier, ich mach das mal kurz. Und der letzte, Freunde, guck mal, das macht Spaß. Und so sieht das aus. Alles schön gleichmäßig. Schöne Geschichte. So, jetzt können wir uns noch schnell ums Gewürzei kümmern. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gewürzei. Und da kommt jetzt rein so viel Petersilie wie geht. Ihr könnt da jetzt auch einen Strauch nehmen. Also euch so ein, wie heißt das, Baby? Ein Bund. Ein Bund, also so ein Gemüsebund machen. Könnt ihr theoretisch auch. Ich habe jetzt hier keine große Petersilie gekriegt, deswegen geht das so rein. Der Hintergrund ist da, wir möchten den Geschmack der Petersilie haben, aber wir wollen es nicht grün haben. So, unser Rosmarin kommt da auch mit rein. Ihr drückt da einfach rein, was geht. Ne? Geschmack ist King, Freunde. So, guck mal, das da rein. Jetzt Lorbeerblätter. Lorbeer schadet auch nie, bei der Masse so, na, ich würde sagen, drei Stück, wa? Drei Stück kommen gut. So, die gehen da auch mit rein. Wird schon ein bisschen voll hier, die ganze Kiste. So, und Atze. Und da habe ich gesagt, ganze Körner, die machen sich da ganz gut. Und da würde ich sagen, so fast, da kann schon ordentlich was dazu, wa? So ein halber Esslöffel. So weit hier in der Richtung. Das auch noch mit da rein, ne? Nichts verlieren. So, und das ist schon alles drin. Guck mal, da passt noch was hier. Ja, genaue Angaben, wie immer, unten in der Infobox, Freunde. So, schön voll machen. Jetzt Ei wieder zu. Und dann haben wir da eine volle Pille mit Geschmack. Da. Guck. Fertig. So, jetzt Fleisch. Und wir gucken mal, ne? Riecht schon fantastisch. Oh. So, ordentlich Farbe dran an unseren Fleischballern hier. Und die jetzt alle einmal kurz raus und dann geht's weiter mit Gemüse. Wir haben jetzt hier schon eine ordentliche Grundlage im Topf drin. Richtig schön der Bratenansatz, ne? Da ist Geschmack drin, da ist Energie drin. Darauf geht jetzt noch ein Schluck Olivenöl. Nochmal ein bisschen extra Spirit. Ja? Und jetzt unser Gemüse da rein, wird vorgeschnitten. Zack, komm, alles mitnehmen. Ja, und so eine Handvoll von unseren Zwiebeln. Die dürfen da auch schon mal blond drin werden. Und das mal jetzt schön Energie aufnehmen lassen, Geschmack aufnehmen lassen von dem Bratensatz hier. Alles ein bisschen goldig machen und verbinden. Das braucht jetzt einen Moment. 2-3 Minuten später, ich bin schon in Italien, Freunde, vom Geruch her, guckt euch das an. Ah, oh, das hat richtig Geschmack und Farbe angenommen. Sieht das geil aus. So, noch mehr Farbe. Tomatenmark. Ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark. Da scheiden sich jetzt auch die Geister, meine Lieben. Der eine macht Tomatenmark in sein Genovese, der andere nicht. Es gibt auch Leute, die machen das mit Rotwein statt mit Weißwein. Andrea hat gesagt, wir machen das genauso, wie ich das heute mache. Ja? Also aufpassen. Original italienisch. Schreibt mir gerne euer Genovese-Rezept unten in die Kommentare, wenn ihr da andere Ideen zu habt. Ja? Jetzt mal bitte. Und einmal Hashtag Italien. Oder Pasta. Hashtag Pasta unten in die Kommentare. Und wer unseren wunderschönen kleinen Kanal noch nicht abonniert haben sollte, macht das doch mal. Kostet auch nichts. Ne? So, Tomatenmark auch noch mal ganz kurz mit anrösten. Und dann geht's auch schon an den Vino. Also, Vino Blanco. Halbtrocken. Riesling Kerner. Grüße an Johannes B. Ne, von dem ist er nicht, oder? Saskia's Choice. Ja, schmeckt. Wenn er schmeckt, könnt ihr damit auch kochen, ne? So, damit jetzt ablöschen, Freunde. Andrea hat gesagt, ein Glas. Ich sag mal so, naja, 0,4. Sowas in dem Dreh. Ganz kurz mal aufkochen. Ja, Wetter wird noch schlechter, aber wir sind jetzt auch schon fast durch. Also, ja, Wein kocht. Jetzt Fleisch zurück in den Topf. Vorsicht, dass wir uns nicht wehtun. Ja, mit Fleischsaft. Schön alles mitnehmen. Lecker, lecker, lecker. Einmal platt machen. Und das war auch schon fast die ganze Arbeit, Freunde. Jetzt fehlen noch die Zwiebeln. Und zwar, ja, wir haben ja ordentlich Zwiebeln. Da kippen wir jetzt so viel rein, wie passt. Und wir brauchen jetzt auch nicht mehr Flüssigkeit. Das hat mich auch gewundert. Aber das ganze Rezept lebt von der Flüssigkeit, die die Zwiebeln gleich abgeben werden. Ja, also im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Dafür brauchen wir jetzt aber auch noch ein bisschen was zum Aktivieren, also ordentlich Salz. Ich habe jetzt hier Icke am Start. Da könnt ihr jetzt nochmal ordentlich was drüber geben hier. Ja, guck mal, so. 2 Hände voll. Nein, 2-3 gute Prisen Salz. Und jetzt sind wir eigentlich durch. Wir regeln den Grill jetzt ein auf indirekt. In der Mitte aus, indirekt an. Ungefähr 160 Grad. Wir müssen unser Ei noch reinpacken, das hätte ich fast vergessen.
Ja, wir wollen ein bisschen Geschmack haben, also das nochmal untergraben. 160, 180 Grad, irgendwas in dem Dreh. Huch, Zwiebel. Nein, die Zwiebel ist weg. Deckel rauf, ne, kurz mal, danke. Zack, Deckel rauf, Deckel zu. Und jetzt brauchen wir Zeit. In 3 Stunden gucken wir wieder rein. Zack, Zeitsprung, Freunde, exakt 3 Stunden später. Ich habe zwischendurch schon ein paar Mal reingelugt, das sieht fantastisch aus. Und ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht zu wenig Flüssigkeit habt. Die Zwiebeln geben erst ganz, ganz viel Flüssigkeit ab und dann wird es aber ein bisschen weniger im Garprozess. Und wenn ihr zu wenig habt, eventuell nochmal was nachgießen. Ich habe so eine kleine, ein Pfützchen Wasser damals nachgegossen quasi. Also damals beim letzten Mal reingucken. Und jetzt, oh, so sieht das aus. Wir sehen noch nicht so viel, oder? Erstmal Gewürzei raus hier. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Das soll jetzt natürlich zerfallen. Wir wollen ja eine Soße haben für die Pasta. Also gucken wir jetzt mal, ob das vielleicht... Vielleicht geht das damit schon, oder? Kommt mal ran hier. So. Nehmen wir uns jetzt hier mal... Ah, oh, guck mal. Ihr könnt das Fleisch zerdrücken. Freunde, einfach zerdrücken. Warte, Zange. Hey, guck mal, ob das hier mit so einem... Ja. Oh ja, ihr seht... Es geht einfach auseinander. Also, wir zerstören jetzt mal alle Fleischbrocken hier drinnen. Macht das alles schön klein. Oh, ist das geil. Und dann probieren wir mal. Guckt euch das an. Hat sich alles wirklich wunderschön zerlegt. Zarter geht's eigentlich nicht. Das Gemüse ist quasi komplett verkocht. Die Zwiebeln sind eigentlich weg. Das ist jetzt gar keine richtige... ihr seht es ja, ist kein Süppchen hier, Freunde. Es ist eigentlich wirklich nur noch ein ganz, ganz saftiges, gepultes Beef am Ende. Mit schön Gemüse drin, aber wir müssen probieren, oder? Danke, Andrea. Ja, original. Genovese, Italiano. Ganz, ganz lecker. So, jetzt noch schnell Brenner runter, warm stellen, Nudeln fertig machen und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Probieren. Freunde, wir haben mal kurz nach innen umgesattelt. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr kalt geworden und auch schon ein bisschen dunkel. So, Pasta ist fertig. Jetzt noch ein bisschen was von unserer... Ja, ist das überhaupt eine Soße? Fleisch, Himmel quasi. Den darüber schön verteilen. So, zack. Oh, guckt euch das an, wie geil das aussieht. Jetzt noch zum Schluss Parmigiano. Da müsst ihr jetzt auch nicht untertreiben. Können wir schön mal was draufbringen hier. Sieht das geil aus. Mein La Genovese. In Perfektion, oder? Jeder Italiener wäre stolz auf mich. Seid nett in den Kommentaren. So, jetzt mal probieren. Also, schmecken lassen. Freunde, es duftet wirklich fantastisch. Es sieht genauso aus wie im Restaurant. Wir schnappen uns jetzt hier mal so einen großen Nudelfreund. Oh, noch ordentlich Zwiebel dabei. Oh, das schmeckt nach mehr. Das schmeckt wie wieder irgendwas, wo man nicht aufhören will zu essen. Gib mir kurz eine Sekunde, bitte. Na, Freunde, hier wird getrampelt. Also, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby Nuldano Barbecue. La Genovese in Original. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.